So, herzlich willkommen zum letzten Vortrag für heute. Es geht weiter mit der Automatisierung. Und zwar Andreas Schmidt wird uns also über Geodatenmanagement mit Gretel erzählen. Der Name ist schon sehr vielversprechend und bin ich gespannt, was das sich dahinter verbirgt. Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Andreas Schmidt. Ich erzähle euch über Geodatenmanagement mit Gretel. Schön, dass sich doch noch einige hier eingefunden haben, auch zu dieser späten Stunde. Kurz über mich, ich bin Geomatikingenieur und arbeite beim Amt für Geoinformation des Kantons Solothurn in der Schweiz. Ich habe euch da das auf der Karte markiert, wo der Kanton Solothurn liegt. Wir betreiben die kantonale Geodateninfrastruktur. Und zwar setzen wir hierfür schon seit ca. 2001 Open Source GIS Software ein. Das hat angefangen mit MapServer und PostGIS. Irgendwann ist QGIS dazugekommen. Irgendwann haben wir auf QGIS Server umgestellt. Und seit kurzem ist auch eine neue WebGIS Client Anwendung online, die auf QGIS Web Client basiert. Und weil einige Dinge schon sehr, sehr alt sind, stellen wir eigentlich alles um. Und da ist auch das Gretel fürs Geodatenmanagement hinzugekommen. Ich habe es schon erwähnt, quasi Ausgangslage. Wir haben schon rund 15 Jahre die bisherige Geodateninfrastruktur im Betrieb. Und ein Aspekt davon waren immer die Datenimport- und Datenexportskripte. Und die waren nach dieser doch schon langen Zeit einfach nicht mehr überblickbar. Einerseits sind sie immer noch in unterschiedlichen Sprachen geschrieben. Da gab's und gibt's Shell-Scripts und PHP-Scripts, meistens in uralten Versionen. Irgendwann sind Python-Scripts dazugekommen. Ein sehr wichtiger Import ist direkt in Java geschrieben und wahrscheinlich gibt es noch einige Sprachen mehr, die ich da nicht aufgefunden habe. Dann nutzen die Importskripte auch unterschiedliche Werkzeuge, wenn sie irgendwelche externe Befehle aufrufen, beispielsweise Ogre to Ogre oder SAP to PGSQL, um Daten von einem Shape-Format in die PostGIS-Datenbank zu importieren. Vielfach ist die Logik auch irgendwo in Datenbankfunktionen auf der PostGIS-Datenbank versteckt oder sogar irgendwo in komplizierten Views, die dann auf irgendeine Art materialisiert werden, was dem Überblick leider nicht förderlich war. Und dann weisen die Skripte auch unterschiedliche Qualitätsstandards auf, gerade bezüglich Logging oder Fehlerbehandlung und dann auch bezüglich Überwachung gibt es Skripte, die da sehr vorbildlich programmiert sind und andere, die beispielsweise genau im kritischen Moment halt eben nichts loggen. Und zu guter Letzt sind all diese Skripte und Jobs laufen auf unterschiedlichen Umgebungen. Meistens sind es Cron-Jobs, die aber zuerst mal auf dem einen Server installiert wurden. Irgendwann wurden die neueren auf einem neuen Server installiert. Und sie sind zudem auch noch über verschiedene Benutzer-Accounts verteilt, weil man ein bestimmtes Skript eben über die Cron-Tab eines bestimmten Users laufen haben wollte, damit das mit den Berechtigungen stimmt, aber wie schon gesagt, um irgendeinen bestimmten Job dann zu finden, muss man zuerst sehr lange suchen. Dazu gibt es ja das bekannte Kinderlied und das passt sehr gut auf unsere Situation. Auch wir verliefen uns irgendwo in einem gewissen Sinn im Wald. Und es war so finster und auch so bitter kalt, wir haben uns irgendwann einfach nicht mehr zurechtgefunden. Und wir haben gemerkt, da muss eine neue Lösung her. So die erste naheliegendste Variante wäre gewesen, weiter wie bisher, aber besser.
Wir hatten also einfach alle Skripts neu schreiben müssen, möglichst in guter Qualität. Aber wir hatten das Gefühl, da muss es noch etwas Besseres geben, etwas anderes, und haben uns auf die Suche gemacht. Und so langsam hat sich dann diese andere Lösung abgezeichnet, und ich muss sagen, das ist wirklich eine coole Lösung, und wir nennen sie eben Gretel. Ich komme noch dazu, weshalb die so heißt. Wir haben realisiert, dass so ein Geodatenfluss oder allgemeinen Datenfluss oder eben ein Datenimport oder Datenexport in aller Regel eine Verkettung von einzelnen Schritten ist, was ich da in der oberen Grafik so symbolisch dargestellt habe. Und dass es hier eine Analogie zum Bauen von Software gibt. Auch wenn man eine Software publiziert, wird die zuerst kompiliert, dann laufen Tests, dann wird die paketiert, wird irgendwo hochgeladen und bereitgestellt und so weiter. Und unser Credo war, dass wir möglichst auf Bestehendem aufbauen wollen, eben nicht das Rad neu erfinden wollen, und haben und sind dann auf das Gradle Build Tool gestoßen, das ich da mit der URL angegeben habe. Ist eben ein Tool ursprünglich, um Software zu bilden. Und der große Vorteil, den wir bei Gradle gesehen haben, ist, dass das diese Verkettungslogik übernimmt. Nämlich wenn ein Step fehl schlägt, schlägt der ganze Job fehl. Und das ist auch das, was wir wollen, damit nicht irgendwelche halben Sachen rauskommen. Zum Beispiel ein klassischer Fall in den alten Skripten: Es wird zunächst der Inhalt einer Tabelle komplett gelöscht, weil ja neue Daten kommen. Wenn aber das File, das da importiert werden soll, leer ist oder einfach nicht da ist, dann bleibt am Schluss eine leere Tabelle zurück. Und solche Sachen, eben mangels kompletter Überwachung der Importskripte, haben wir meistens erst angemerkt, wenn ein Kunde reklamiert hat, weil er eine leere Tabelle gefunden hat. Nun zu Gretel. Gretel haben wir als Plugin für Gradle umgesetzt. Gradle lässt sich eben erweitern mit Plugins. Ich habe da die URL aufgeführt, wo man eine kurze Information über dieses Plugin findet, wie man es dann eben benutzt. Und damit komme ich auch zum Namen. Gradle ist eben ein ETL-Werkzeug. ETL steht für Extract Transform Load, das kennen sicher einige. Quasi eben ein Tool, das Daten von irgendwo extrahieren kann, sie umbauen kann und wieder in eine andere Daten, in eine Zieldatenquelle laden kann. Und es baut eben auf Gradle auf, und deshalb sind wir auf den Namen Gretel gekommen. Den Code von Gretel findet man auf GitHub, und die Software steht unter der MIT-License, das eine Open-Source-Lizenz ist. Nun zu den eigentlichen Features von Gretel. Gretel bietet sogenannte Steps an. Zunächst einmal für eben Import und Export von Daten, was quasi den Extract- und Load-Teil von ETL abdeckt. Da ist zunächst einmal ein Step, der DB-to-DB-Step. Mit diesem kann man Daten von einer Datenbank in eine andere kopieren. Das benutzen wir seit neuem sehr, sehr häufig, weil wir bisher haben wir eigentlich mit fast nur einer riesigen Datenbank gearbeitet. Neu trennen wir das auf und führen eine Erfassungsdatenbank und eine Publikationsdatenbank. Und da gibt es entsprechend sehr viele Jobs, die eben die Erfassungsdaten aus der Erfassungsdatenbank in die Publikationsdatenbank kopieren. Dann ein weiteres sehr wichtiger Teil von Gretel sind viele Interlis-Steps. Matthias Kuhn hat in seinem Beitrag schon über Interlis gesprochen, was es ist. Ich möchte es kurz fassen, quasi beim
Sterneintrag unten. Es ist eine Beschreibung und Transfermechanismus für Geodaten, das eben eine Schweizer Norm ist, die seit 2003 existiert, in einer früheren Version sogar schon seit früher. Und diese Interlis-Steps, die nutzen IL2PG, das Matthias Kuhn auch schon, das auch in seinem Beitrag vorgekommen ist. Mit IL2PG kann man, das ist bei mir jetzt an der letzten Stelle, quasi ein Schema importieren gemäß einem Interlis-Modell. Das ist der IL2PG Import Schema Step. IL2PG kann aber auch Daten eben gemäß dem Modell importieren oder gemäß dem Modell aus einem Schema exportieren. Und dann bietet es sogar noch IL2PG Replace und IL2PG Update, um nur Teildatensätze zu importieren. Und dann ist da noch der IL-Validator, der dient dazu, Interlis-Daten, die wir geliefert bekommen, zu validieren, ob sie einem bestimmten Interlis-Modell eben entsprechen. Dann gibt es quasi fast das Analoge auch für das CSV-Format, CSV-Export, CSV-Import und CSV-Validator. Auch CSV-Daten können wir so gegen ein Interlis-Modell validieren. Das ist noch speziell, aber eben sehr elegant. Dann kommt das gute alte Shapefile, das wir da auch noch mit reingenommen haben. Wir haben es bis jetzt nicht mal wirklich eingesetzt. Ich hoffe, das wird so bleiben. Und das ist da in der übernächsten Zeile, also Ausblick GeoPackage soll da in Bälde auch noch dazukommen. Und dann habe ich gesehen, mein Chef hat da vor kurzem noch was eingebaut, den PostGIS Raster Export, um eben Rasterdaten, die in einer PostGIS Datenbank vorliegen, in ein Bildformat zu exportieren. Dann der andere Teil, Gretel-Step. Das ist ein Gretel-Step für den Datenumbau, eben für den Transform-Teil von ETL, ist der sogenannte SQL-Executor. Der kann innerhalb einer DB, einer Datenbank, einen Datenumbau machen, indem man ihm einfach beliebiges SQL mitgeben kann, das er dann auf der Datenbank ausführt. Da kann man dann auch ganz viele vielleicht nicht so offensichtliche Dinge machen. Man kann eigentlich eine ganze Datenbank so mit Inhalt füllen, mit der man irgendwie zu arbeiten beginnen möchte. Mit diesen Steps ist eben Gretel schon ein ETL-Werkzeug. Wir nennen es datenbankzentrisch, weil es auf der Funktionalität von einer Datenbank, von einer PostGIS-Datenbank basiert und auch weil die Sprache, um so einen Datenumbau von einem Modell in ein anderes Modell zu erreichen, einfach SQL ist. Das hat den großen Vorteil, dass man nicht noch eine zusätzliche Sprache oder eine bestimmte Software erlernen muss, sondern wenn man SQL kann, kann man Datenumbauten machen mit Gretel. Und hervorzuheben und sehr, sehr sinnvoll finde ich die Trennung durch diese einzelnen Steps von Datenimport und Datenumbau. Wir haben in unseren alten Skripten das teilweise vermischt und das hat sich hat eigentlich fast nur Nachteile. Und dann ist Gretel schön modular, weil das mit den einzelnen Steps funktioniert. Es lässt sich also sehr problemlos erweitern um einzelne Steps. Nun, wie sieht so ein Gretel-Job aus? Ich habe da quasi das Hello Gretel-Beispiel zusammengestellt. Am Anfang gibt man an, wo es einige Abhängigkeiten, eben gerade Interlis-Abhängigkeiten findet, die es braucht. Und da im Plugins-Bereich gibt man an, dass man eben das Gretel-Plugin verwenden will, dann noch ein zwei Importzeilen und dann kommt eigentlich der eigentliche Task. Ich habe ihn Hello Gretel genannt, man muss ihm einen Namen geben, angeben von welchem Typ er ist. Es ist ein DB2DB
Typ. Dann gibt man ihm per JWT-Verbindung die Verbindung zur Quell- und zur Zieltabelle an, zur Zieldatenbank an mit Benutzernamen und Passwort und kann ihm dann eins bis mehrere Transfersets übergeben. Transferset meint, umfasst eine SQL-Query, die in einem File vorliegen muss. Mit dieser werden Daten aus der Quelldatenbank geholt und dann gibt man ihm an das Zielschema, Zieltabelle, wohin denn diese Daten sollen. Und wenn man da noch True hinten anhängt, dann wird die Zieltabelle eben zuerst gelöscht, bevor die Daten importiert werden. Dann unten zwei Beispiele, wie eben diese SQL-Queries aussehen können. Sie können ganz simpel sein. In der zweiten habe ich sogar hier schon einen kleinen Datenumbau, aber so einen minimalen Datenumbau eingebaut, dass da irgendwie die Spalte 2 halt noch mit irgendeinem Wert multipliziert wird. Um das Ding dann auszuführen, ruft man auf der Kommandozeile Gradle auf, muss man Gradle halt zuvor installiert haben und hinten als Argument den Namen des Steps, den Gradle ausführen soll. Gradle holt sich dann, weil wir das ja am Anfang angegeben haben, das Plugin und alle benötigten Abhängigkeiten. Dann weiter zu den Features, die nicht wir programmiert haben, sondern die einfach die ganze Fülle von Features, die eben Gradle mitbringt. Da gibt es zum Beispiel einen Copy-Task zum Kopieren von Dateien und Verzeichnissen oder auch zum Zippen und Entzippen von Dateien. Dann bietet eben Gradle diese Kontrolle von Abhängigkeiten von Tasks untereinander. Ich habe hier ein Beispiel, der Task UnzipData, der vom Type Copy ist, der hängt eben von irgendeinem vorangehenden Step Download Data ab. Dann übernimmt Gradle auch das Fehlerhandling. Man kann mit Loops über einzelne Teildatensätze iterieren und weil ja Gradle mit Plugins erweiterbar ist, haben wir nochmals viele Tasks mehr zur Verfügung. Zum Beispiel nutzen wir den Download-Task aus einem Download-Plugin. Genau da wäre ein Link auf einen umfangreicheren Gradle-Job. Da möchte ich nicht im Detail darauf eingehen. Ich habe das einfach in die Folien mit aufgenommen, falls das jemand selber anschauen möchte. Ein Job, der eben einige Schritte hintereinander ausführt mit diesen Abhängigkeiten. Dann brauchen wir noch eine Komponente für die Steuerung der ganzen Jobs. Eben, es waren ja Cron-Jobs bisher und wir brauchen irgendwas, das eben die Gradle-Jobs anstößt. Und auch hier wieder, unser Credo war, wir wollen auf bestehendem aufbauen, wir wollen nichts programmieren lassen, dass da irgendwelche Gradle-Jobs startet. Und wir haben da Jenkins gefunden, Jenkins nennt sich Automation Server. Jenkins kann man eben angeben, zu einem bestimmten Zeitpunkt soll dieser Job ausgeführt werden. Jenkins checkt dann den Gradle-Job aus einem Repository aus. Wir haben alle Jobs in einem GitHub-Repository und führt ihn dann aus. Vorteile von Jenkins ist zunächst einmal, dass Jenkins die Logs und den Verlauf selber vorhält. Dadurch ist das alles sehr transparent. Jenkins bietet auch die Benutzeranmeldung, Rechteverwaltung und zum Beispiel E-Mail-Versand, falls etwas fehlschlägt. Und wir haben hier alle Jobs an einem Ort. Alle Benutzer, die ein Login für Jenkins haben, können da schauen, was mit den Jobs gerade los ist. Kurz einige Bilder, wie das aussieht in Jenkins. Das ist die Übersicht über alle Jobs. Hier die Ansicht eines einzelnen Jobs, wo man links außen eben den Bildverlauf, die letzten Ausführungen aufgelistet bekommt. Und beim roten Punkt sieht, dass da etwas schiefgelaufen ist. Wenn man da draufklickt und die Konsolenausgabe sich anzeigt, kriegt man eben die Log-Ausgabe. Und Jenkins bietet noch die sogenannte Blue Ocean-Oberfläche. Damit
ja, falls es ist so eine etwas einfache Oberfläche, die erst noch gut ausschaut. Eben, wir führen die Gretl-Jobs in einem GitHub-Repository, habe ich die URL da angegeben. Auch hier wieder Vorteile, das ist für alle einsehbar, also es ist sogar öffentlich einsehbar. GitHub unterstützt natürlich die Nachvollziehbarkeit von Änderungen dank der Versionierung und auch hier haben wir schön alle Jobdefinitionen an einem Ort. So sieht so ein Job aus auf GitHub. Da ist das Build Gradle, das ist so die zentrale Komponente und dann sind da noch SQL-Skripte dazu, die dieses Build Gradle benötigt. Da bin ich, ja, es ist die zweitletzte Folie. Wir betreiben das Ganze, also von Gretl produzieren wir Docker-Container und das Ganze betreiben wir dann in einer OpenShift-Umgebung. Jenkins als Docker-Container und Gretl als Docker-Container. Haben wir bis jetzt gute Erfahrungen damit gemacht. Und dann noch mein Fazit. Ja, bisher läuft das wirklich alles robust und zuverlässig, ist sehr übersichtlich. Flexibel und einfach erweiterbar dank dem Step-Konzept. Wir sind absolut zufrieden und werden da sicher auch noch weiteres dazu entwickeln lassen und wir freuen uns auch, wenn das vielleicht von anderen Benutzern eingesetzt wird. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. So, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Gibt es Fragen? Ja, vielen Dank. Sieht sehr interessant aus. Wenn ich das richtig im Kopf habe, erlaubt es Jenkins ebenfalls, eventbasiert Dinge auszuführen. Macht ihr alles über regelmäßige Aufträge oder habt ihr auch Logik drin, wenn da neue Daten reinkommen, dann erzeugen wir etwas anderes über Gretl? Das haben wir bis jetzt nicht. Es sind so, ein guter Teil sind regelmäßige Starts eben über eine Cron-Tab. Und der andere Teil sind Jobs, die man nur manuell ausführen kann, sich also in Jenkins einloggen muss und dort auf einen Button klicken, um ihn manuell zu starten. Aber das andere wäre durchaus möglich, weil das Jenkins eben unterstützt. Danke. Noch eine zweite Frage, vielleicht habe ich es verpasst. Wird das andersweitig bereits eingesetzt oder ist das bis jetzt lediglich bei euch? Weil ich habe das Gefühl, das ist etwas, was wirklich noch für viele Leute interessant sein könnte. Ja, es ist bis jetzt lediglich bei uns, aber ich hoffe, dass nach dieser Präsentation sich das ändert. Danke. Okay. Ja. Ja, meine Frage wäre, setzt das nur für interne Datenströme ein oder ist es auch für ein Exportportal, also für einen Kollegen, der Exporte fertigt, über ein Webportal aufrufbar? Grundsätzlich kann man Jenkins absolut im Web betreiben. Und von den Datenströmen her, ja, es ist bei uns bis jetzt nur intern. Wir werden aber zum Beispiel von einem externen FTP-Server Daten holen. Ah, wir holen schon jetzt von einem, ja, ich glaube, es ist ein FTP-Server, Datenfiles und genau Uploads auf einen FTP-Server machen wir auch. Ich denke auch, die Datenbanken könnten irgendwo, oder eine der Datenbanken könnte irgendwo extern sein, wenn die eben ja, den Zugriff erlaubt. Sie haben vorhin noch gesagt, dass man auch Rasterdatensätze aus einer Postgres-Datenbank rausziehen kann und als Karte darstellen kann. Kann man umgekehrt auch zum Beispiel zu einem GeoTIFF in eine Datenbank damit einspielen lassen? Oder gibt es da Bestrebungen in der Richtung? Oder? Ich weiß nichts von Bestrebungen, aber ich nehme an, dass das relativ einfach umsetzbar wäre. Okay, dann habe ich noch eine Frage und zwar, die
diskretel ist, kann mit räumlichen Daten auf jeden Fall umgehen, aber es ist auch möglich, damit nicht räumliche Daten einzuspielen. Habe ich das richtig so verstanden? Oder? Ja, absolut. Also gerade das CSV-Format, das sind häufig nicht räumliche Daten oder Daten, die maximum eine X- und Y-Koordinate mitliefern. Aber es ist absolut auch für nicht räumliche Daten nutzbar. Okay, danke. Okay, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann beschließen wir jetzt die Session und um 7 Uhr geht es dann weiter mit der Abendveranstaltung. Danke. Danke.